ich das beruflich machen wollte. Ja, 15 Stunden beruflich, der Rest nur Freizeit, oder? Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Ist das denn Schwarzarbeit oder tust du? Freizeit. Vergnügen. Was ist denn das da für eine Training. Ruine? Ne, bei der Kirche. Welche? Na, da ist so eine eingezäunte Ruine irgendwie. Eingezäunte Ruine. Auf welcher Seite denn? Zu den Schriftzügen hin. Da liegt jemand drin und schläft. Marek Ach, war das. Marek. Auch schon wieder zu lange nicht da gewesen, ja. Scheinbar nur noch Stein und ein bisschen im TC. So schaut's. Ich brauche Holz. Jeden möglichen Scheiß. Ich bin da mal im Wald. Vorhin mit Bombay mal auf so einem Sandbox-Server gewesen. Der hatte da versucht, so eine PvP-Box-Base nachzubauen aus einem Video. Am Anfang voll kompliziert, jetzt könnte ich das Ding so hinstellen. Von wegen, man bräuchte 30 C4, um das Ding platt zu machen von irgendeiner Seite. Also zum Loot zu kommen, ne? Also das mit den Fenstern da oben, das gefällt mir nicht. Es muss einen tiefer. Und nachher mache ich dann den Michelangelo. Meine Base sieht mittlerweile auch aus wie so ein Cowboy und Indianer vor. Hast du schon gesehen, was ich da hingezimmert habe? So ein bisschen Palisaden, ein bisschen gebaut, ein bisschen Bungee Tower. Völliges Flickwerk irgendwie. Aber es geht jetzt wenigstens nicht mehr kaputt. Weil ich hatte ja noch ein Loch in der Umrandung. Und dann habe ich gestern das geflickt und dann haben mir aber Zaunelemente gefehlt und der Zaun war oben auf dem Stein. Weil ich musste ja so bauen, dass ich noch ein Häuschen hinsetzen konnte irgendwie. Und dann habe ich noch eine große Furnace gefunden, die wollte ich auch noch aufbauen, die konnte ich aber nicht nah genug dran stellen, dann musste ich den Zaun größer machen und dann konnte ich halt den Zaun, der konnte den Höhenunterschied halt nicht mehr überbrücken, dann musste ich da halt irgendwie so ein Gebäude reinbauen, um den Höhenunterschied zu überbrücken. Das war dann aber gleich an zwei Stellen nötig. Ach, Jungs.
Ja, und dann habe ich halt noch quasi zwei Gebäude in den Zaun integriert. Achso, dann gucken wir wenigstens weggeschickt. Hast du mein neues Bild gesehen? Nein, noch nicht. Ich muss mein Active als mal in so einer 0815 Aufteilung machen für die Galerie. Das war der Keith Haring. Den habe ich schon gesehen. Ich glaube, den habe ich beim letzten Mal, habe ich den klein gemacht. Oh, guck mal hier. Ja, den habe ich schon gesehen. Siehst du den Strich hier? Ja. Und hier auch. Und da auch. Ist das hier? Unglaublich. Das ist so oft mehr Arbeit mit dem Nachbessern, als das an sich eh schon dauert. Diesel. Was ganz interessant ist, wenn das eigentliche Bild grünstichig ist. Dahinter ist halt das hier ist eine grüne Landschaft halt dahinter. Hattest du den jetzt schon mal gemalt? In Schwarz-Weiß, ja. Ja. In Schwarz-Weiß, weil mir die Farben überhaupt nicht gefielen. Aber es ist halt einfach ein geiles Bild. Guck mal, die Oper. Ja. Das ist dann natürlich nachher der Trick halt. Eigentlich immer wieder neue Bilder zu malen. Nicht, dass ich nicht genug hätte. Also. Ja. Nicht, dass ich genug davon hätte. Nee, nicht, dass ich nicht genug davon hätte.
Schattende Türme. Und ja, das Dach ist noch nicht aus Holz. Letztens hier mal lang gelaufen. Das ist einfach so riesig. So unglaublich. Genau, und ich hatte ja Furnaces reinstellen wollen, wie du sagtest, ne? Large Furnace rein und so, dass das da alles schön qualmt in der Pyramide, aber das geht ja gar nicht. Ja, kein Platz mehr, ne? Oder es ist halt innerhalb von dem Baubereich halt. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache dann hier in Richtung zu dem Rastzeichen, mache ich quasi so eine Straße. Und dann rechts und links so Vierecke. Und da liegt ein Erdo. Ja, da stürzte, fällste irgendwie alle Rippen mal überein, irgendwie. Einfach einsammeln, nix Scheiß drin. Quasi in die Richtung, in der Mitte eine Straße und dann rechts und links so Karrees mit Large Furnaces dran. Und drumherum, weißt du, einfach so als Props. Aber so als Kulisse. Ja, genau, so auf der Höhe hier. Oder vielleicht noch tiefer. Brauche ich denn dann auch pro Öl 5 Holz zum Verbrennen? Wissen wir nicht, ne? 3, oder? 5? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich glaube 3. Wenn der Rest draus hast, du kannst 1. Kannst du eins packen, glaube ich. 3. Stimmt. Danke. Excellent. Okay, also mal 3 sind 12, sind 13,50. Thank you.
Oder was meinst du hier mit von wegen Kontrast? Ich finde, das sieht schon cool aus, so. Halt das Dunkle, ne? Dunkel und hell. Und dieses, ja, ich weiß nicht, dieses Twig-Dach, das sieht ja fast schon aus wie Wolle oder so. Gegen dieses stahlharte, armorierte. Wie so ein brauner Fluss, meinte ich. So ein eingefrorener Wasserfall, wo der war. Ja. Und sogar mit dem Steinsockel. Sieht einfach geil aus. Und hier auf der Seite habe ich dann erstmal. Ach nee, habe ich auch schon. Na gut. Und hat alles überbaut innen drin. Das fand ich halt am allerbesten. Den ganzen Kram, wo du vorher draußen stehen gehabt hast, innen drin, das ist cool. Ja. Klettert der Schatten da hoch. Das raffen die auch nicht, ne? Diese Flacherdler. Im Turm kann man das auch cool sehen dann. Da geht er hoch, ne? Hier könnte man jetzt tatsächlich irgendwie ein paar Scheinwerfer aufstellen. Und ich hoffe, das Ding wird nicht leer. Imperium war das ja dann doch so, dass die Dinger irgendwann versiegten. Die rostige Seite ist, das ist das Gepanzerte, ne? Die Und die Blech. rostige. Na, die, wo ich jetzt gerade drauf Das ist rumlaufe. die armorierte. Oder Armor her, ne? Das hier Und ist die. Twig in der Mitte. Genau. Und Steindach Und hast du gar nicht, ne? nee. Oder? Ja. Und das hier ist die Metal Genau, Fragments. die normale halt, ja. So wie ich die am Steinbruch das Hütchen auch gemacht hatte. Genau. Und jetzt habe ich überlegt, weil hier auch wieder viel Holz ist, ob ich nicht diese Dinger hier, wenn überhaupt, weil im Grunde das hier könnte ich ja jetzt wegmachen, das Innere.
Verstehst du? Und die Ecken könnte ich zumachen. Dass du dann halt wieder so komisch überlappen, ne? Nee, das will ich halt nicht haben. Komm mal hier hoch. Also du meinst gerade zu machen mit Wänden dann. Ja, schau mal hier. So würde das aussehen mit alles Ja, genau. Metall, also der Boden. Ja. Das geschlossene Dachdreieck. Und die Dinger sehen halt von beiden Seiten gleich aus. Das ist das Interessante. Ja. Und der Punkt wäre, dass ich dann diese Zwischenwände hier noch wegmachen könnte. Beziehungsweise, ja, das ist die Frage, ne? Könnte ich dann die Wände wegmachen? Hält das dann noch? Naja, hier hält es halt noch. Du meinst wegen der Stabilität? Ich glaube schon, ja. Und solange es eine Verbindung gibt, und die gibt es ja auf alle Fälle, tut es auch nicht decayen. Was ist mit den Beispiel die Rahmen für die Lampen in der Kirche? Ja, Warum verschwinden die? die haben doch auch gehalten, oder nicht? Die verschwinden und die Lampen bleiben hängen. Sind sie jetzt alle verschwunden, oder? Ne, nur die in der Mitte. In der, Stimmt. ja, aber da sind ja auch in der Kirche vorher sind sie ja da geblieben, oder sind sie auch verschwunden? Da sind sie auch verschwunden in der Mitte. Okay. Oh, ja doch. Wie er schön leuchtet. Gute alte Reflektierplastik. Ja, Scrap. Husch, husch, weg war's. So im Profil oder von den Konturen her, so vom Schatten her sieht es cool aus. Die Pyramide. Alles so ein bisschen futuristisch, ne? Dein Turm dahinter auch. Ja, von hier aus jetzt gesehen, sieht er irgendwie unsymmetrisch aus, ne? Ja. Wahrscheinlich, weil das eine angestrahlt wird Ich, und dann irgendwie der nee, Schatten so nee, komisch. nee. Ich glaube, das hintere Stück fehlt. Ja. Das kann natürlich auch sein, Ja, wir waren genau dass an der das Grenze. nicht der andere, ja. Krass. Nee, du hast recht, der Schatten. Guck mal, von vorne ist es hell und es war fast, jetzt kommt er raus wieder. Guck mal jetzt. Das ist ja Ja. witzig, das war fast dasselbe, also dasselbe Blau vom Hintergrund. Deswegen Da oben ist der witzig. andere Airdrop. Wo? Da. Der fliegt noch. Ja. Oh. Da, wo ich hingeschossen habe. Was denn hingeschossen? Da. Da.
Verstehe. Ja, genau da. Ja. Der ist so weit fort. Ich glaube, so weit kannst du gar nicht schießen. Gut möglich. Also selbst wenn du höher anlegst, die Kugel fällt einfach vorher runter. Ist hinterm Berg. So weit kannst du nicht schießen. Ja, ich werde das peu à peu upgraden, wenn ich das absehen kann, dass das Akku Metal reicht. Und hier den Teil werde ich separieren. Und dann eben nach da hinten ausbauen mit Holz. Das kann eigentlich dann alles weg, die Wände. Ist ja doppelt gemoppelt. Die Dächer sind ja dann schon die Wände. Und genau, das wollte ich mal gucken, wie das aussieht, wenn die Sonne drauf knallt. Dieses rote Licht halt. In dem Fall läuft das sogar mit den Treppen hin irgendwie. Die Sonne ist dann schon zu hoch, dann ist sie nicht mehr rot. Ich glaube, ich werde das Innsbruck nennen. Da sieht es genauso aus. Drumherum nur Gebirge. Naja, normalerweise brauchst du halt die Wände, um die Dachdächer aufzustützen. Ja. Jetzt kannst du es zwar wegnehmen, aber... Stell dir vor, das ginge halt mit Treppen, weißt du? Hier so Treppen hoch. Dann wäre es halt schon so eine Inka-Kiste. Ja. Hier oben musst du ein paar Lagerfeuer machen. Oder Lampen aufstellen. Ja, so Lichtkegel. Nach vier Seiten. Aber ich glaube, so viel Platz ist hier gar nicht. Oder? Wird knapp.
Ist eng, aber wird wahrscheinlich gehen. Mal gucken. Ja. Und das ist jetzt auch viel höher als nötig. Also, ich hatte ja gesagt, das waren irgendwie 4 Stockwerke oder so. Ja, man sieht es ja innen drin. Da hast du ja die gerade Decke und dann sind bestimmt nochmal 3 Stockwerke außen drüber oder so. Also 2. Oder 2, ja. Mein Turm ist ja auch viel höher wie nötig. Da waren es 3 Stockwerke, 2 Stockwerke bis zur Plattform und die restlichen 20 Stockwerke sind völlig unnötig. Was hast du da jetzt dran gebaut? Na, da die komischen Auswüchse, da die Türme. Diese vorähnlichen Gebilde. Aber da hattest du halt auch einen separaten TC schon, ne? Ich habe Wie um jetzt das. 3 oder 4 separate TCs. Okay. Also in jedem von den Türmen ist ein TC drin. Und dann nochmal 2, glaube Ach ich. so, weil die ja nicht verbunden sind. Ja. Aber jetzt die Kälte auch nichts mehr. Aber das ist auch eine relativ große Fläche. Also das ist schon fast so groß wie deine Fläche, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar größer. Ich weiß es nicht genau. Ja, das geht ja nach hinten noch ein ganzes Stück. Und das ist halt so blöd am Hang. Ja, für die Palisaden, ne? Ja, die waren dann irgendwann oben und dann, wie kriegst du die wieder runter? Von ihnen sieht man das halt ein bisschen besser dann. Das war ja genau dasselbe Problem, das ich hatte mit den mit dieser Teststrecke und diesen Steindingern. Die da ja auch nicht richtig passten. Hauptsache irgendwie zusammengezimmert innen drin. Du hast es aber hier hingekriegt, okay. Ja, ich muss es halt ein bisschen erweitern, sonst hätte es halt nicht gepasst. Deswegen ist es ja so groß geworden.
habe ich halt hier gleich einen Übergang gebastelt, damit man nicht dauernd über die Steine stolpert. Dass man da halt bequem hin und her laufen kann. Dann kannst du aber die TCs trotzdem nicht verknüpfen. Ne, sind sie ja auch nicht. Ja, ne, ich hatte das aber vorher gebaut. Vorher schon separat, ne? Genau, und dann habe ich das vorne dran vorbeigebaut einfach. Sag ja, Cowboy und Indianer. Ja. Mit einem Science-Fiction-Turm. Ich hatte auch so ein Fort mit diesen Palisaden-Wänden, ja. Und einen Turm an den Seiten. Und von hier aus sieht die Pyramide ja noch spaciger aus. Ja. Feen. Da kannst du ja fast über die Berge gucken, oder? Von da oben. Von da oben kann man irgendwie ja, ganz schön weit gucken. Auf alle Fälle. Aber da brauchst du eine Viertelstunde, bis du hochgestiegen bist. Ja, ich war gerade auf beiden Kirchentürmen. Morgen vielleicht mal. Wir können ja hochfliegen, das geht schneller. Stimmt. Das ist quasi der Aufzug. So ein Aufzug wäre geil, ne? Gerade auf dem Sandbox-Server wieder so Sachen sehen wie eine Kamera, Geigerzähler, halt auch wieder die ganzen Quarries, da waren die noch. Also mit dem Flieger bist du ratzfatz oben. Alter, ist das hoch. Ich sehe dich kaum. Und das ist das Ziel von nur. Check. Kipp der Runde. Das ist aber nicht so weit weg. Ich immer das Knie zieht, wenn ich auf so einer Kante stehe. Das ist nichts für meine Höhenangst. Warum ich überhaupt Treppen in den Turm reingebaut habe. Ich will die eh nicht hochlaufen. Passt das auf? Nee. Wie riesig das ist. Krass. Danke. Ein
Eigentlich ist es eher so Wikinger, ne? So Conan-Style. Ja. Die Gaga, die Gaga. Die Tür von die Sockel, was ich im Shop gesehen habe. Wie ist das nicht die Originale? Ne, die Original ist die Holztür. Nein, ich rede von der Haustür her. Ich sehe nur Holztüren. Die Trick or Treat hier, die. Du siehst eine Holztür, I see. Hier ist eine Skintür dran. Eine habe ich Ist mal ja. gesehen, die war ganz schön mit so einem Uhu drauf gemahlen. So eine Holzintarsie. Sah richtig geil aus. Nee, das ist so eine grüne, diese Trick or Treat heißt Süßes oder saures. Ich flieg mal die hier meine Förderungen ab. Und wo wir jetzt, naja, dafür ist eigentlich zu spät. Obwohl, ich habe noch gar keinen Anleger gebaut fürs Tauchen. Ja, man sollte wenigstens einmal das neue Schiff sich angucken. Wo sollen das sein? Das ist ein Zufallsevent. Das taucht irgendwie zufällig auf. Also die Küste abfliegen. Ja. Bis später. Ich fange im Norden an. Nordwest. Ich muss erstmal einen Daueranzug holen. Habe ich alles dabei. Also hier alles schon im Kopter. Flaschen, Anzüge, Flossen. Nein, nee, ich mache meinen Kopf da immer leer, dann fliegt er schneller, ist er nicht so schwer. Meinst du? Nein, ich glaube nicht. Das haut aber nicht ganz hin hier. 1 zu 3. Das Holz ist mittlerweile nur noch 1 zu 1. Das ist ja seltsam. Also bei mir funktioniert es im Regelfall mit dem 1 zu 3. Und Haku Also, Metal. ja. Haku Metal hat, glaube ich, 8 oder 10, ich weiß es nicht genau, also deutlich mehr Holz für eins zu schmelzen.
könnte 10 sein, aber ich bin mir nicht sicher. Also das, auf was man achten muss bei den Schiffsevent. Man sieht an der Wasseroberfläche anstatt Flaschen so Seetang, also so Grünzeug durch die Wasseroberfläche. Also wie wenn ein Busch oder ein Grashalm aus dem Wasser rausguckt. Statt der Flasche meinst du? Genau, statt einer Flasche, ja. Was habe ich gesagt? Seetang. Ja, statt einer Flasche sieht man Seetang. Mhm. Und da war bei mir dann dieses ja, Cargo Ship, meine ich, sowas in der Art. So ähnlich wie im Eis, diese großen Schiffe. Mhm. Also ich meine, das hat anders ausgesehen, aber es kann natürlich sein, dass es da dran gelegen hat, dass es nicht so weit unten war, dass dann die Beleuchtung halt anders war von dem Schiff. Es kann natürlich dasselbe Schiff gewesen sein. Mhm. Aber halt die Beleuchtung, boah, es ist halt deutlich anders. Okay. Wie das jetzt bei dem schlechten Wetter aussieht, ist eine ganz andere Frage. Für 70.000 Zuschauer. 70.000, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Das ist ein gigantisches Fußballstadion voll. Ja. So viel ja, genau, ich versuche das mal in solche Relationen zu setzen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Hatte ich mal jemand erklärt, von wegen, ja, um da einfach mal eine Idee zu haben, wie viele Leute das eigentlich sind. Weil du liest immer so Millionen. Leute haben Tatort geguckt, aber bei den meisten Leuten ist es bei 100 Schluss. Also 100 Leute kann man sich kaum vorstellen. Da muss er irgendwie so Beispiele bringen. Was mach ich denn? Na, zähl mal bis 1000. Dann 70.000, da zählst du aber eine Weile. Jemand meinte, wenn du bis 1 Million zählst, dann musst du so 800 Jahre alt werden oder so. Irgendwie sowas. Da habe ich jetzt auch noch so gar nicht drüber nachgedacht. Das sind immer so Sachen, wo man am besten ausrechnet vorher, wie lange man hinterher braucht, um dann zu sagen, okay, lass mal lieber.
Moment, jetzt hier sind jetzt 17,85 drin. Ja. Jetzt lass mal gucken, wie viel ich reingetan habe. Werde ich irre. Kürre. Jetzt ist zu viel drin. Ja. Naja, ich habe nichts dazu. Ja, ich nehme jetzt meine 1069. Das ist ein Wetterchen, ne? Das Wetter ist in der Tat sehr schlecht, um da irgendwas zu sehen auf dem Meer. Na, ich wollte ja eh erst, muss ja eh erst da hoch. Ich hab da schon ein bisschen Angst, mit dem Kopf da abzusaufen. Ob man auf so einer Schrottinsel landen kann mit dem Kopter. Ich glaube nicht. Versuch macht klug. Mhm. Oder blub. Ich weiß halt auch nicht, ob diese Events, ich nenne es jetzt einfach mal Events, auf dem Meer auch passieren oder ob die nur in den Seen im Landesinneren passieren, weil die halt von Natur aus nicht so tief sind. Weil ich hatte das irgendwo in den Seen innerhalb und nicht außerhalb. Also in der Wüste da in dem See war das, was ich gesehen hatte, glaube ich. Beziehungsweise da beim Wasserturm, beim Leuchtturm. Also eher in so einer Bucht. Genau. Also das Ding vor der Kirche zum Beispiel. Ja, halt, also eins, das tiefer ist, aber halt nicht so ganz flach, genau. Also ein dunkelblaues, kein hellblaues. Und ich denke halt, mehr ist dann doch zu tief. Okay. Aber nur Vermutung. Jo, die Banane hängt noch da. Die andere hat wieder was abgeworfen.
ist der Sound wieder die ganze Zeit da. Ich finde das immer so ein bisschen irritierend. Hier liegen jetzt wieder einige von den Boden rum. Aber wie gesagt, bei dem schlechten Wetter bin ich halt nicht sicher, ob ich es überhaupt sehen werde, wenn ich drüber fliege. Oh, jetzt muss ich landen, bevor was schief geht. Verdammt, ich habe alles in meine Ölpumpe gekippt. Ah, du solltest was essen. Ich? Ja, schon. Alles gut. Mein Packstationsservice, der wird eher weniger angenommen. Da bist du so ein schönes Gelb. Ich war bis jetzt einmal in der Gegend. Ja, ich versucht so ein Terminal zu bauen, zu malen. Ja. Hab kein Kleingeld reingekriegt, ich hab's versucht. Genau, mit Karte. Hatte keiner dabei. Visa. Die goldenen. Ich hatte nur eine grüne und eine blaue. Die goldenen musst du nehmen. Ewig, bis es aufgeladen ist. Du kannst das Ding hinstellen, wo du willst, ne? Ja, ich weiß. Aber ohne Tankstelle brauchst du halt schon doch deutlich länger wie mit. Sagt halt einfach gar kein Schild. Ich könnte ja auch mal eins aufstellen. Und ich tue jetzt halt nur noch Tausende rein. War ein bisschen knapp zuletzt. Aber ist halt hier wie bei dieser, wie du sagtest, beim Roulette. Ne, was war das da? Na, so eine Art Roulette, ne? Ich nicht zu viel verliere. Oh Mann, bin ich doof. So. Ich habe gerade was gehört.
Zombies bleiben in Flugmaschinen hängen. Das ist schon mal praktisch. Ja. Naja, der eben ist auf alle Fälle drin hängen geblieben. Mir ist mal was passiert, so eine Side, die haben ja dann auch immer diese Hügel hier. Und ich stehe da irgendwie rum und mache gerade irgendwas im Browser und plötzlich höre ich dieses Geräusch von der Machete. Und guck so und muss irgendwie direkt bei mir sein, aber ich drehe mich so um und da ist gar keiner. Und dann war der unter mir und traf mich nicht. War direkt unter mir und traf mich nicht. Der steckte in diesem Junkball drin. Total verrückt. Was für ein umgekipptes Boot. Also in dem See, wo ich jetzt hier gerade fliege, sind irgendwie boah, 3 oder 4 von den Speedboats. In einem geschlossenen See. Also zumindest in einem, aus dem man nicht rausfahren kann, weil der zu niedrig ist an der Ausfahrt. Da musst du es dann rausschieben. Und ja, ne, du kannst dafür auf keinen Fall rausfahren. Kann man die überhaupt schieben? Ja. Weil die ja immer im Wasser liegen schon. Wachsen sie wieder. Also falls eins von den Schiffen da war, habe ich es nicht gesehen, weil es zu diesig war. Und da rennt gerade ein Zombie in einem Hirsch hinterher. Es ist so unglaublich. Und hier sind gerade ein Schwein und ein Zombie verschwunden hinter der Mauer. Als sie hinter der Mauer waren, waren sie weg. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Du nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn.
nichts. Na, jetzt schieße ich schon auf Büsche. Wenn sie dich angreift. Dann sah aus wie ein Hund. Brauchst du eine Brille oder was? Ich hoffe nicht, das wäre dann wieder wie die Frisur. Ich wüsste nicht welche. Eine modische Kurzhaarfrisur, so wie ich. Praktisch ja, ich erinnere mich, aber. Nee. Hat mir mein Friseur damals irgendwie ausgeredet, der hat mir 2 Jahre lang immer denselben Haarschnitt verpasst. Und ich immer so, kann man das ein bisschen kürzer? Nee, das bist du nicht. Du darfst ein bisschen mehr sein. So, das war's für heute, diesem Theater. Ja. Morgen, morgen, morgen. Und du meinst eher in diesen Wüsten? Ich hab keine Ahnung. Na, ich glaube, ich schau mir das dann mal videotechnisch an. Damit ich weiß, worauf ich achten muss. Nicht Wüsten. Das war da, wo ich bisher eins gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob das im offenen Meer auch ist. Mhm. Weil da halt das Wasser deutlich tiefer ist. Aber keine Ahnung. Mhm. Vielleicht auch im offenen Meer, ich weiß es nicht. So, mal gucken, was der Steinbruch hier sagt. Das Schild sagt 3K. Das sind 75K. Yeah. Naja, fast. Aber ich glaube, da hatte ich schon ein bisschen was rausgenommen. Das könnte hinkommen. Na schön. Weil Dings schlief nämlich hier oben drauf. Schlief, wie heißt er? Chaoskrebs. Der ist auch gestern irgendwie ein paar Mal abgenibbelt. Oh. Ja, vielleicht mal ein bisschen begleiten. Bombe ist einfach ein Schisshase. Ja, also mittlerweile hat er schon ein paar Zombies erschossen mit der Schrotflinte, hat er gesagt. Heute Morgen. Hey. War, glaube ich, heute Morgen oder heute Mittag. Ich weiß es nicht genau. Kurz bevor er schlafen gegangen ist. Er ist, ich glaube, 7 Stunden vor aktuell. Nun gut. Das Problem hat mein Korb auch schon. Deswegen ist er dann halt auch irgendwann raus, weil wir halt schon in der Hauptsache Deutsche hatten. Oder deutsche Timezone. Dann war er eigentlich eher alleine. Dann hat er mal geguckt, wie das bei den Goons ist. Und Karma Fleet, die haben Zehntausende von Leuten, da ist immer jemand an. Aber da findest du dann auch kaum Anschluss. Das ist wieder das Umgekehrte. Das ist verrückt. Ja. Ja, Jung. Wir sehen uns, hören uns. Ja. Masche irgendwann. Mhm. Schlaf schön. Bis dann. Ja. Bye, bye. Ciao, ciao.
Thank you.
Ach, den nicht, okay.
Thank you.
Sieht aus wie eine kleine Streamingpause. Bis gleich. 1 Stunde 55.